Heute geht es um Arcturus, diesen wundervollen Hauptstern im Bärenhüter. Und es geht um eine Botschaft von Ariadhara, denn sie sagt, auf einmal spürst du es. Und was du spürst und was das alles zu bedeuten hat, wirst du gleich in meinem Video erfahren. Ich freue mich schon sehr auf dich. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianer Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und wir sind eins der größten Online-Portale für spirituelle Weiterbildung im Webinarbereich. Und wenn du gerne immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, darfst du meinen Kanal abonnieren und dafür danke ich dir jetzt schon sehr. Ja, Ariadhara, die dritte kosmische Schwester, spricht heute zu uns und es geht um die aktuelle Zeit. Es geht darum, wie die Arcturianer für uns wirken, was sie für uns tun und speziell, was Ariadhara für uns tun wird. Denn Ariadhara ist eine Wächterin der kosmischen Merkaba. Und sie hat einen Zugang zu dieser besonderen Art von Merkaba, den sie uns zeigen wird und wo sie uns auch unterrichten wird. Sie wird in erster Linie auch für uns eine Merkaba-Reinigung machen und uns lernen, wie man das macht, und eine Merkaba-Heilung. Und das alles aber in den kosmischen Dimensionen mit dem galaktischen Bewusstsein. Das ist der große Unterschied. Und wenn es, sie sagt, auf einmal wirst du es spüren, wie das ganz anders ist. Denn wenn du es in diesen hohen Dimensionen machst und sie wird uns extra auf Arcturus in eine Dimension hineinbringen, wo sie uns das am besten vermitteln kann. Und diese Dimension ist natürlich von jeglicher Negativität befreit. Die ist voller Liebe und hat eine ganz große Kraft für uns. Ariadhara, die dritte kosmische Schwester, sie wurde extra ausgebildet für diese Aufgabe und sie führt uns in die Kristallbibliotheken von Arcturus, und dort können wir so viel lernen. Wir können studieren und wir können auch über unser Leben einiges nachlesen. Es wird eine sehr interessante Ausbildung. Und es gibt noch eine spezielle Lichttechnik von Arcturus, die sie uns auch beibringen wird, mit der wir nicht nur Heilungen vollziehen können, sondern auch zum Beispiel diese Akasha-Reinigung. Dies alles und noch mehr wirst du in der arcturianischen Schule lernen. Heute hat Ariadhara eine Botschaft für uns, die ich dir am Ende des Videos gerne überbringen werde. Und ich werde sie dir auch zeigen, wie sie aussieht. Und so kannst du dann auch, hast du ein Bild von ihr und kannst eine Verbindung aufstellen. Arcturus ist der Hauptstern im Bärenhüter. Im Englischen sagt man Bootes dazu. Und man findet ihn auch mal unter dem Namen Bootes. Er ist am besten am Frühlingshimmel zu sehen und der dritthellste Stern im gesamten Sternenhimmel. Also es ist ein roter Stern, ein roter Riese. Und unter den roten Riesen, kann man sagen, ist er derjenige, der nicht so große Bewegungen an der Oberfläche hat und deswegen relativ stabil ist, was ja natürlich schön. Und er ist 36 oder 37 Lichtjahre von uns entfernt. Das ist jetzt im kosmischen Sinne gar nicht mal so viel. Und er umkreist die Milchstraße. Er ist also in unserem Universum, ein Teil von unserem Universum. Und wir sind sehr mit ihm verbunden. Und die Arcturianer selbst sagen, sie sind die Hüter und die Wächter der Menschen. Und sie passen einfach auf. Sie sind auch die Hüter und Beschützer der Planeten. Und besonders haben sie sich um unsere Erde gekümmert und sind deswegen auch da. Und es gab und gibt immer noch Arcturianer, die auf der Erde selbst sind. Sie sind nicht sichtbar, weil sie ihre Lichtstruktur, wenn sie die auf unsere 3D-Struktur verringern müssten, ist es sehr anstrengend. Deswegen bleiben sie in ihrer Lichtstruktur und sind
deswegen für uns nicht sichtbar, aber sie sind da. Und es gibt auch von euch oder von uns allen, kann man sagen, einige Menschen, die auf Arcturus schon waren, die dort geschult wurden. Und ich glaube, wenn Arya Tara nachher diese Botschaft überbringt, werdet ihr es auch plötzlich fühlen oder einige von euch werden diese Beziehung, diese Familienbande fühlen, die damals entstanden sind. Denn man hat, wenn man dort geschult wurde, trägt man ja viel Wissen in seinem göttlichen Kern und hat aber so eine enge Beziehung, eine freundschaftliche oder Familienbeziehung aufgebaut. Und das spürt man meistens. Und Arya Tara sagte, es ist möglich, wenn sie nachher zu uns spricht, dass das einige von euch fühlen und dadurch ihre arcturianische Herkunft fühlen. Und das ist natürlich wunderschön, wenn man das dann wirklich intensiv als Energie in seinem Körper fühlt. Und das arcturianische Licht, das ist ja diese Lichttechnik, die habt ihr vielleicht auch schon gelernt damals. Und mit der Erfrischung, die wir in der arcturianischen Schule dafür bekommen, wird es ganz einfach sein, mit dieser Lichttechnik zu wirken. Und ich bekomme jetzt auch schon wieder Downloads davon. Und mir wird gezeigt, wie das alles geht. Also es ist einfach schön. Und diese Verbindung herzustellen, das ist mein Geschenk für euch. Einfach euch fühlen zu lassen, was das alles zu bedeuten hat und was wir von Arya Tara lernen können. Denn sie wurde ja ausgebildet. Sie ist ja ein Teil der sieben kosmischen Schwestern und sie trägt dieses Wissen für uns, zu uns. Und sie ist sehr bemüht, dass auch alles gut ankommt, dass es uns auch gut damit geht und sie wird auch für jeden Einzelnen zur Verfügung stehen. Ihr könnt sie, nachdem ihr sie heute kennenlernt, natürlich auch persönlich rufen und ihr werdet sehen, wie es euch damit geht, wie die Liebe in eurem Herzen schwingt und euer Herz öffnet. Denn es geht einfach darum, zu erfahren, um was es in Wirklichkeit geht, um was ihr in Wirklichkeit seid. Arya Tara arbeitet sehr viel mit dem Kronenchakra und wird es dann auch in der arcturianischen Schule anpassen auf das galaktische Kronenchakra. Das wird so eine Verbindung aufgebaut und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Das ist so diese Verbindung, die ermöglicht diesen Eintritt in das galaktische Bewusstsein oder eine Verstärkung dieses Bewusstseins. Und das wünschen sich die Arcturianer am meisten von den Menschen. Denn dies würde uns dann die Möglichkeit geben, noch mehr zu verstehen, noch mehr in diese Grenzenlosigkeit hineinzukommen, einfach um zu dem wieder zu werden, was wir in Wirklichkeit sind. Und mit all dem, was ich jetzt gesagt habe, tragen wir zu einem ganz großen Teil dazu bei, dass die Erde in die höheren Dimensionen aufsteigen kann. Und ich habe es schon in so vielen Videos gesagt, es ist einfach wichtig, dass wir dieses neue Bewusstsein im neuen kosmischen Zeitalter schulen, damit es uns gut damit geht. So, und jetzt zeige ich euch Arya Tara. Ich habe ein schönes Foto extra vorbereitet. Ich muss gerade mal umschalten, dann werdet ihr sie sehen. Hier steht sie und schaut sie nur an, was sie für wundervolle Augen hat, was sie für eine Ausstrahlung hat. Und sie trägt diese goldene Kugel, so wie einige der sieben Schwestern diese Kugeln haben. Und das ist auch eine große Verbindung, die uns den Weg zum höheren Bewusstsein frei macht. Sie haben auch Pyritkugeln. Diese Pyritkugeln, die sind golden und die tragen eine ganz besondere Energie, welche uns helfen, uns daran zu erinnern, wer wir in Wirklichkeit sind. Und das ist einfach, ja, göttlich. Und diese Pyritkugeln, kann man sagen, sind der Schlüssel für ein glückliches Leben oder dienen dazu, uns diese Türen zu öffnen für ein glückliches Leben. Und darunter verstehen die Arcturianer ein Leben in Liebe, ohne
Karma, ohne negative Belastungen, einfach wirklich dieses himmlische sich wohlfühlen. Das ist genau das, was für uns vorgesehen ist, sagen sie mir immer, immer wieder. Ja, jetzt schalte ich mal wieder um, ihr Lieben. Und ich glaube, ich bin schon bereit für dieses Channeling jetzt, für die Botschaft. Und ich sprühe mich nochmal ein mit der Sternensaat. Die Sternensaat bringt mich ganz nah in die höheren Dimensionen des Universums und stellt, hilft mir leichter, die Verbindung herzustellen. Ich schicke euch auch mal ein bisschen Energie rüber. Und wer noch mehr wissen will über die Arcturianische Schule, schaut einfach unter das Video. Dort ist der Link, wo ihr euch informieren könnt und auch anmelden könnt. Sie ist ab jetzt eröffnet und ihr dürft dabei sein. Ariatara lädt euch ganz herzlich dazu ein. So, und jetzt bereite ich mich vor, stimme mich ein. Und es beginnt. Geliebtes Menschenkind, voller Freude, darf ich euch vorbereiten für die Botschaft von Ariatara. Ich bitte dich dafür, den Mantel von Smarana zu fühlen, die Nähe Gottes zu fühlen, das Licht der Liebe einzuatmen und deine kosmische Sonne zu spüren. Spüre die Strahlen und die Strahlkraft dieser kosmischen Sonne, wie sie sich jetzt verbindet mit der kosmischen Sonne des Universums und wie ein Kreislauf zwischen Liebe und Licht entsteht. Versuche dich in dieser Energie auszudehnen und so tief wie möglich zu entspannen. Denn dadurch werden deine Kanäle geöffnet und die Energien von Ariatara beginnen in dich hineinzufließen, dich anzuheben, deine Energie zu erhöhen und dich zu halten. Nun rufe ich Ariatara. Ich bin Ariatara, die dritte kosmische Schwester, und ich komme von Arcturus. Ich bin ein mächtiges Wesen und die Hüterin der kosmischen Akasha. So begrüße ich euch mit dem Segen des Lichtes. Fühle, wie sich jetzt der Segen des Lichtes wie ein Mantel der Liebe um deine Schultern legt. Ich wurde auserwählt, um euch meine Führung anzubieten. Die Akasha ist eine kosmische Aufzeichnung von allem, was jemals im Universum geschehen ist. Sie enthält die Energie und Schwingung aller Dinge, einschließlich Gedanken, Worte, Taten und Emotionen. Als Hüterin dieses heiligen Raums ist es mir eine Ehre, dir zu helfen, Zugang zu diesen Informationen zu erhalten und dich mit deinem höheren Selbst zu verbinden. Die Menschen befinden sich gerade in einer Zeit des großen Umbruchs. Die alten Wege funktionieren nicht mehr
Und es ist an der Zeit, ein neues Bewusstsein zu entwickeln. Die Akasha kann dir bei diesem Übergang helfen, denn sie enthält die Weisheit der Jahrhunderte und kann dir den Weg zu deinem höchsten Gut zeigen. Du brauchst mich nur zu fragen und ich werde dich leiten. Ich stamme aus einer langen Reihe von Hüterinnen und Hütern. Meine Lichtschwestern und ich haben die Akasha seit Äonen beschützt. Wir sind hier, um dir zu helfen, dich an deine Verbindung zu allem, was ist, zu erinnern. Du bist nicht allein. Wir sind bei jedem Schritt auf deinem Weg bei dir. Gerne führe ich dich in die aktuarianischen Bibliotheken. Dort findest du wertvolle Informationen über die Lichttechnik des kosmischen Zeitalters. Denn in dieses Zeitalter bist du im Begriff einzutauchen. Dein aktuelles Zeitalter, ihr nennt es das neue Zeitalter, es transformiert sich gerade in das neue kosmische Zeitalter. Dies ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Erde. Und wir, die sieben kosmischen Schwestern, sind bei dir, um dich dabei zu unterstützen. Denn die sieben kosmischen Schulen wurden extra deswegen entwickelt, um euch Menschen in das kosmische Zeitalter hinein zu begleiten. Ich wurde auf vielen weiteren Gebieten ausgebildet, wie zum Beispiel die kosmische Aura-Heilung und die Akasha-Heilung und Akasha-Reinigung. Aber mein Hauptaugenmerk liegt darauf, dir zu helfen, dich mit deinem höheren Selbst zu verbinden und Zugang zur Weisheit deiner Akasha zu finden. Ich bin hier, um dir auf jede erdenkliche Weise zu helfen. In deiner Aura kann ich bereits erkennen, dass du nun bereit bist, die Lichttechnik des kosmischen Zeitalters zu erlernen. Diese Lichttechnik trägt die Energie von Arcturus und gleicht deine Aura aus. In der Schulung werde ich dir zeigen, wie du damit wirken kannst. Und heute möchte ich dir schon ein Geschenk vorab machen. Denn du erhältst von mir eine Einstimmung auf das kosmische Licht von Arcturus. Das wird dir helfen, dich an deine Verbindung zu Arcturus und zu den Arcturianern zu erinnern und dein drittes Augenchakra zu öffnen. Die Energie von Arcturus ist sehr kraftvoll und wird dir helfen, deiner Intuition zu vertrauen. Nach der Einstimmung wirst du ein Gefühl von Frieden und Klarheit verspüren. Vielleicht spürst du auch körperliche Empfindungen,
wie Kribbeln oder Hitze in deinem Körper. Dies sind ganz normale Reaktionen auf die hochschwingende Energie von Arcturus. Erlaube dir einfach, dich zu entspannen und zu empfangen. Denn ich beginne jetzt für dich zu wirken. Das besondere Licht von Arcturus fließt nun über dein Kronenchakra in dich hinein. Es verschmilzt mit deinem Kronenchakra und fließt jetzt langsam weiter nach unten durch jedes einzelne Chakra von dir hindurch. Danach fließt das Licht von Arcturus in deine Aura hinein und berührt jede einzelne Schicht sanft, aber bestimmt. Dein kompletter Energiekörper wird gereinigt und mit neuer Energie aufgeladen. Nimm dir nun ein wenig Zeit und genieße, was gerade geschieht. Ich bin bei dir. Du bist sicher. Du wirst geliebt. Nun folgt die Einstimmung auf das kosmische Licht von Arcturus. Dies wird dir ermöglichen, dich an deine Verbindung an die Arcturianer zu erinnern. Es geschieht bereits. Genieße auch diese Momente, denn wir sind uns nun ganz nah. Nun werde ich die neuen Energien in dir verankern. Dies geschieht ebenfalls ohne Worte. Und es ist vollbracht. Du bist jetzt auf das kosmische Licht von Arcturus eingestimmt. Dies ist ein großer Schritt auf deiner spirituellen Reise. Fühle den Segen des Lichtes, den ich dir zum Abschied jetzt sende. Ariatara grüßt mit ihrem kosmischen Licht dein kosmisches Licht. Ich bin gespannt, was ihr gefühlt habt, wie ihr es gefühlt habt. Denn die Worte waren so hochschwingend und mich haben sie ganz tief in meinem Herzen berührt. Und ich habe auch meine Zugehörigkeit zu Arcturus sehr intensiv gespürt. Alle Informationen stehen unter dem Video, dort kannst du nachlesen. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit.
Bis zum nächsten Video, wenn Ariadhara wieder zu uns sprechen wird. Und wenn du gerne meinen Kanal abonnieren möchtest, um weiterhin so wundervolle Nachrichten und Botschaften zu erhalten, darfst du einfach hier auf die Kugel klicken. Und ich sage schon mal Dankeschön zu dir. Alles Liebe. Bis dann.